Hallo und willkommen zurück zu Phoenix Point Year One Edition und wir werden dieses Mal wieder eine Synedrion-Basis verteidigen. Ich habe jetzt die Leute schon ausgerüstet und ja, dann steigen wir hier auch gleich mal ein. Gefahrenstufe extrem. Uiuiui. Also, wir haben hier wieder ja, die Standardausrüstung quasi. So langsam reichen die auch, die Maximalstufe. Aber dem dauert es noch ein bisschen. Ja, 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 ja. Das sollte soweit alles passen. Und ja, dann erlegen wir hier auch. Oh, Moment, ich hab die Hosen, die besonderen, noch nicht vergeben. Ach, das kann ich auch gar nicht, weil die alle ihre eigenen Beine mitbringen. Okay, los geht's. Da muss ich auch mal schauen, dass ich die, dass ich dann die Entscheidung treffe, dass ich deren Köpfe ersetze. Aber ich habe ja immer noch Team 4, was ich noch nicht in Einsatz geschickt hatte, wo ich noch alle Beine austauschen muss. Also dieses Mutanten, diese Mutantenressource, die ich habe, die wird schon noch ja, verbraucht werden. Also, und da haben wir auch gleich mal ein großes, fettes Biest, das wir dann, denke ich, auch direkt angreifen sollten. Ja, wahnsinnig viel Schaden kommt halt bei seinen Angriffen nicht rum. Dann werden wir mal die Beine angreifen. Ja. Darf ich? Ah ja, okay. Oh, der hat nur 7 Willenskraft, okay. Naja, okay. Weiter geht's. Mhm. Ja, das ist ein bisschen dünn hier. 7 Willenskraft. Okay, dann kann der aber hier sogar dieses diese Turret direkt aufstellen. Ja, stellen wir die dorthin. Mhm. Damit trifft er nicht. Dann schießen wir die hier auch noch dahin. Das gleiche werden wahrscheinlich die anderen die Infiltratoren machen müssen. Hier rechts ist auch noch irgendwas. Vielleicht sollte ich da mal meine Erkunder hinschicken. Seltsam. Okay. Der hat auch keine Willenskraft mehr. Ich würde gerne das eine Bein zerstören. Wir haben den Spuckerkopf. Schleimstoß. Maximale Trefferpunkte werden auch reduziert. Naja, das ist auch das, was der am ehesten angreifen kann. Also machen wir das mal. Da habe ich was anderes getroffen. Ach, da, das war der Rumpf, okay.
Ja, der Rumpf, der reduziert die Trefferpunkte um 1000. Der kann von da aus nicht treffen. Wir haben natürlich auch noch Verbündete, die hier irgendwo rumlungern. Ja, weiter geht nicht, dann schießen wir halt dahin. Feind gesichtet. Na gut. Ja, der kann den wahrscheinlich auch nicht gescheit. Ja, es geht sogar, aber der macht halt keinen Schaden mit seiner Armbrust. Ich hoffe mal, dass die da jetzt keine Granate drauf werfen oder so. Das wäre nicht so gut. Shake it, baby. Shake it, baby. Alles klar. Du darfst auch nachladen. Dann haben wir ihn hier noch. Der kann aber auch nichts mehr tun. Repositioning. I hope this works. Und du? Der hat auch nur super wenig Willenskraft. Ja, das Bein kriege ich trotzdem nicht kaputt. Schade. Das war es. Dann müssen wir noch Overwatchen. Bin mal gespannt, ob da aus der rechten Seite wer kommt, aber die werden wahrscheinlich dann eh erst die Spinnen angreifen. Okay. Na no, da ist auch noch ein Böser. So eine Schnitzelfrau. Ruckel, ruckel. Er ist geschleimt. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gesehen. Status verschleimt. Dein Soldat steckt im Schleim fest und kann sich nicht bewegen. Das Schleim verschwindet innerhalb von 3 Zügen. Beschütze diese Soldaten bis dahin vor Angriffen. Aha. Der steht aber jetzt, glaube ich, ziemlich doof. Naja, das ist jetzt die Schnitzelfrau. Status im Wutrausch. Ich fand nicht einen Zug im Wutrausch. Er geht schneller. Ja. Na, das war jetzt nicht so gravierend. Aber die Dinger halten noch nichts aus. Deaktiviert. Ja, der überlebt es wohl nicht.
Ja, das Problem ist jetzt, dass der so doof steht, dass ich den auf jeden Fall nicht angreifen kann. Ich muss mich jetzt auf andere konzentrieren. Gucken wir erstmal, ob die Turret irgendwas erreichen kann, ja. Naja, machen wir trotzdem. Let's show them what we can do. Wie soll denn der da treffen? I'm listening. Okay, wir könnten einen davon opfern, um... Naja, vielleicht kriegt er ein Schild gesprengt, aber ich glaube, wenn ich den von hinten angreife, dann sprengt er noch nicht mal den Schild. Ja, das war die Waffe. Let's go. Das macht keinen Sinn, auch mit der Waffe den Schild anzugreifen. Wir müssen auf jeden Fall mit irgendwas angreifen, was genau da noch Schaden durchmacht. Es hat jetzt den Schild nicht getroffen, aber das ist auch okay. Sauber. So, ja, wie machen wir das da? Moving. This better work. Das sind leider alles frische Beine. Ja, in Gefahr, dass der angegriffen wird, ist der eh nicht. Ich lauf mal dahin. Ist der Hinterleib. Reduziert die Trefferpunkte auch einiges. Vielleicht macht das jetzt auch mehr Sinn. Aber es sind 2400. Wenn ich das kaputt mache, ist der eh tot. Hat 30 Rüstung. Und das Bein kriege ich aber nicht. Ja, machen wir das kaputt. Oder, naja. Greifen das zumindest an. Da können wir nicht hochschießen. Ja, schieß mal die dahin. Ja, was es mit diesem Dampf da auf sich hat, weiß ich nicht. Die Spinne hängt fest. Okay, da kann man auch gar nicht durchlaufen. Macht irgendwie Sinn. Na, laufen wir noch einen Schritt weiter. So. Dann... Ja, wir haben jetzt hier eine Spinnenarmee. Dann gehen wir da auch rüber. Aber die Spinnen sind in sich eben jetzt nicht wahnsinnig stark. Ihren Sprengungen. Das wäre natürlich auch eine Sache, was cool wäre, wenn man das noch ausbauen kann. Vielleicht kommt da noch was.
Dann haben wir die. Da werden wir einfach mal nur in die Richtung von dem gehen. Vielleicht greift er die ja an. Oh. Ist okay. So, dann. Appetit. Ja, komm. Probieren wir. Der hat auch keine Willenskraft. Der kann nur ein Bein angreifen. Schieß mal da mal hin. Und die nächsten. Den haben wir noch, den hier. Da wird auf jeden Fall gerade ordentlich Drohnenmunition verballert. So, das waren sie aber. Müssen wir hier noch overwatchen. Wahrscheinlich werden die auch schießen, weil der Große, nehme ich an, nach vorne laufen wird. Ja, und der hier wird wohl umkommen. Schauen wir mal. Ja, der wird mindestens erschossen werden, wenn nicht sogar Schlimmeres. Und den hinter sich, dass es ignoriert. Naja. Schön. Not enough. Ja, das ist nicht so cool. Aber das kann man, glaube ich, aushalten. Das war klar, dass der stirbt. Da war nur die Frage, wer den umbringt. Entweder das große Vieh oder einer von den zwei oder drei. Oder der wird übernommen oder. Naja. Okay, der muss sich auf jeden Fall sprengen, wenn der das überhaupt noch überlebt. Das sind ja auch. Ja, das ist noch einer. Okay, den werden wir in die Luft jagen, denke ich. Ja, komm zu den anderen. Oh, das ist nicht gut. Na super. Den muss ich auf jeden Fall die Rübe wegschießen.
Oh, das scheint dann noch einer von denen zu sein, wenn da dieser Sound gerade kam. Ja, da ist, falls der das war, ansonsten sind es sogar drei. Okay, der muss sich heilen. Wow. Okay. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall die Spinnen benutzen. Ja, fangen wir hier mit an. Setzen wir die mal gerade ein Stückchen weg. Schön. Und dann der. Ach, Moment. Bevor wir haben wir noch einen, der hier diese Fähigkeit. Ne. Wir können dem da nicht noch diesen Debuff geben. Sehr schön. 70 Blutung. Brauchen wir uns überhaupt noch um den kümmern? Ja, dann noch ein bisschen. Ja, benutzen wir erstmal die ganzen Spinnen. Ja, dummerweise, den können wir da nicht. Da haben wir noch eine, die kommt aber nicht raus. Dann nehmen wir die hier. So, der eine, da links steht, glaube ich, auch noch einer. Falls da links noch einer stand, sollten wir den auch erwischt haben. Der trifft den nicht mit. Naja, nee, da müssen wir auch von da machen. Okay, das heißt, der verblutet. Der natürlich noch nicht. Ja, den jetzt da anzugreifen, lohnt natürlich dann auch nicht so 100%. Wir haben hier noch genau den kleinen. Wir können hier den. Ach, Moment. Wieso kann der. Ne, da ist diese Grütze, da können wir gar nicht hin. Okay. Dann sollten wir hier rumsprengen. Der hier ist zwar doof, aber da können wir nicht viel machen. Der wird anscheinend nicht dadurch betroffen, oder ist der blöd? Ja, funktioniert. Hat leider noch nichts mit seinem Kopf abbekommen. Ein Arm deaktiviert. Der dürfte ein Bein verloren haben. Sehr schön, 20 Blutung. Beide Arme kaputt. Jetzt haben wir einen dahinter. Okay. Das ist auch kaputt. Schwanzdefekt 40. 40 Blutungen bietet einer mehr. Gucken wir mal. Das wäre schön, dem auch noch Blutung zu verpassen, aber ich glaube. Wie viel hat denn der Torso noch? Der Rumpf hat noch 93. Das ist wahrscheinlich zu viel, wenn man den mit einer Sprengung wegmachen könnte. Ich guck mal, dass ich da noch einmal sprenge.
Sehr schön, 30. Kann der irgendwas tun? Ja, der kann den eigenen quasi angreifen. Das ist doof. Da können wir auch noch sprengen. Der wird aber wahrscheinlich auch nur den vorderen erreichen. Ja, minimal außen. Ne, der auch erwischt. Aber ich meine, der wäre sowieso gestorben. Okay. Aber das heißt, den kriegen wir auch tot. Jo. Und die sind jetzt hier alle über. Wir müssten aber den hier jetzt mit Priorität kaputt schießen. Oder zumindest den Kopf wegballern. Das wird aber jetzt hier auch nichts. Ja, mach mal das hier. Wahrscheinlich würden wir den eher ganz töten, bevor wir den Kopf kaputt schießen würden. Ich weiß nicht, ob der das Ding dann zertrümmern würde. Wir können auch, weil die Turret... Wo ist denn die Turret? Da. Ah, die kann, glaube ich, da überhaupt nicht hinzielen, oder? Ne, die hat nur das Geländer vor sich. Das macht keinen Sinn. Ja, die Waffe ist halt super, weil die nur einmal einen Punkt kostet. Ist zwar nicht super treffgenau, aber der Schaden ist massiv. Okay, dann gucken wir mal, ob wir damit irgendwie... Ich probiere es trotzdem weiter, aber ich glaube... Ah, okay, passt. Free a Mind, Achievement unlocked. So, der ist zwar jetzt in Panik, aber das passt. Ich glaube, den kann ich nicht hiermit übernehmen. Ja. Das ist... Ja, genau, da ist auch noch mal einer. Den sollten wir dann wohl auch sprengen. Der kommt nicht hoch. Der erreicht den, glaube ich, auch nicht. Dann lassen wir die mal auf maximaler Entfernung. Also maximal, sodass die aber beim nächsten Mal theoretisch ranlaufen könnten. So. Okay. Das heißt, die Spinnen hätten wir alle gezogen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den restlichen Schaden noch auf die verteilen und den hier idealerweise töten. Den müssen wir nur mit irgendwas Kleinem angreifen. Beispielsweise, dass der mit seiner Waffe einmal trifft. Sauber. Keine Munition mehr. Ich nehme mal an, dass der jetzt verblutet, oder? Ne, braucht noch. So. Und hier müsste noch der Typ hier rechts sein. Ist mir ein bisschen zu dünn.
Greifen wir lieber das Vieh an. Ein flinkes Bein. Und nachladen, okay. So. Der hier. Jawohl. Weg mit dir. Der wird jetzt verbluten. Der verblutet der verblutet auch. Okay, das heißt, den brauchen wir auch nicht angreifen. Ah, der hat seine Pistole noch. Okay. Was können wir denn hier angreifen? Naja, nichts, was wirklich super wäre. Dieses Bein können wir angreifen. Der muss nachladen. So, nächstes Bein kaputt und mehr Blutung. Und jetzt können die natürlich nochmal alle overwatchen. Und das könnte da auch nötig sein, weil möglicherweise wird er auf mich zukommen und dann angreifen wollen. So. Na, das macht wahrscheinlich wenig Sinn, aber okay. Mhm. Na, das war jetzt auch nicht so wahnsinnig sinnvoll. Aha. Das kann er machen. Ich meine, das ist zwar auch nicht toll, aber das tötet mich halt nicht. Nee. Wow, der kann aber auch weit schießen. Weit laufen. Na, da muss ich mich dann jetzt drauf fokussieren. Das heißt aber, meine Spinnen können da wahrscheinlich nichts anstellen. Jo, der ist einfach voll dran vorbeigelaufen. Na, super. Okay, was können wir hiermit machen? Wir können auf den... Ne, wir können gar nichts tun. Super. Okay. Ready. Ja, da haben wir jetzt nicht die wahnsinnige Auswahl. Aber der hält auch nicht viel aus. Das passt schon. Der sollte also hiermit schon sterben. Der kann da nicht weg.
Ich werde den hier sprengen. Na, leider das Ding nicht zerstört. Das reicht wahrscheinlich um den... Ja, der ist tot. Da haben wir keine Ammo für. Und da sind aber auch noch welche. Ideal wäre jetzt, wenn ich da sprengen könnte. Aber das geht leider nicht. Und overwatchen können wir da auch nicht. Und der kommt... Ja, das ist da jetzt ein bisschen doof. Da haben wir auch nichts mehr. Viel hat er nicht mehr. Nachladen. Rumpf 990. Ja, so ein kleines Problem mit denen ist halt jetzt, dass die auch ihre Punkte nicht mehr haben und nicht zusätzliche Angriffe draufhauen können. Spuckerkopf. Rumpf. Gehen wir weiter auf den Rumpf. Wo ist der Rumpf? Ah, nachladen. Das heißt, der muss da jetzt auch overwatchen. Eyes open. Das ist der letzte. Moment, dann machen wir hier mal. Shake it, baby. Ja. So. Und dann gehen wir wieder ein Stück zurück. Das sollte dann hoffentlich passen. Der ist ja wieder frei. Ja, laufen wir mal hier ein bisschen. Wuseln wir da mal ein bisschen rum. Noch 81% von diesem Zeug sind ganz. Das sollte also auch ohne Probleme alles funktionieren. Jetzt müssen wir nur noch overwatchen und dann aufs Beste hoffen. Und ich muss dann auch gucken, wenn der sobald der tot ist, dass ich halt verarzte. Damit die in den nächsten, ja, noch einen Einsatz machen können. Ja, das war jetzt vor allem diese Attrappe, die gestorben ist. Alles nicht so dramatisch, wie es sich angehört hat.
Ich weiß aber jetzt nicht, wer sich denn da rechts hingestellt hat. Der kann da auch nicht schießen. Also wer da steht. Okay, der hat aber noch Dingspunkt. Ja. Okay. Und der letzte. Na, beweg dich. Rumpf zerstört. Jetzt hat er noch 500. Es ist vielleicht da auch sinnvoll, so einen Typen hinzustellen. Machen wir mal. Den setze ich nochmal hier drauf. Kann sein, dass das nur so ein kleiner ist. So ein Übernehmertyp. Ach, Moment, der hat doch. Machen wir das hier. Okay. Und wieder Munition leer. Eventuell kriege ich den noch so weit runter, dass der verblutet. Wie viel hatten der noch? Ja. Wie viel hat er noch? Moment, der muss ihn nachladen. 260 kriegt er an Dots. 249 hatte er. Okay, der ist im Eimer. Jetzt haben wir noch dieses kleine Vieh da. Mist, nachladen. Okay. Playing it safe. Die Charaktere habe ich alle bewegt. Jetzt müssen wir hier noch overwatchen. Oh, der ist weg. Playing it safe. Nächste Spinne. Hier scheint aber jetzt auch alles clear zu sein. Die größte Gefahr wäre jetzt, wenn an der einen Seite noch jemand stehen würde, der mir voll in die Flanke ballert. Das wäre uncool. Bäh.
Geschafft. Mission abgeschlossen. Ja, das hat jetzt zwar länger gedauert, als ich eigentlich dachte, aber dafür, dass hier jetzt doch so viele starke Gegner waren, hat das doch super funktioniert. Was ich jetzt nicht am Ende noch geschafft hatte, war die Leute zu verarzten. Das heißt, die sind jetzt alle quasi halb tot. Wenn ich jetzt nochmal mit denen in irgendeine Mission gehe, müsste ich auf jeden Fall in der ersten Runde alles hochheilen. Das heißt, denen möglicherweise ein zusätzliches Dingspaket mitgeben. Mhm. 12 minus 3 minus 5. Ja. Lesen wir, hat den Standort ihrer Kolonie enthüllt. Der neue Ort Pandora-Bau ist nun, okay. Synedrion ist jetzt mit dem Phoenix-Projekt verbündet und wird bei der Suche nach einer Lösung für die pandoranische Bedrohung kooperieren. Phoenix ist ab sofort aktiv in Forschungsprojekten, ja. Aber dafür haben wir jetzt wen anders als Verbündeten wieder verloren, was natürlich auch immer so ein Hin und Her ist. Pandoranischer Schleim. Ein Mitglied unseres Angriffsteams hat eine Probe des grünen pandoranischen Schleims vom Schlachtfeld mitgebracht. So kann man es auch ausdrücken. Wahrscheinlich seine ganze Ausrüstung am Triefen gewesen. Der Stoff wurde in einem Labor für Biogefahren der Stufe 2 untergebracht und muss weiter analysiert werden. Kostet 2 Stunden, das machen wir mal. Ja, okay. Und die haben jetzt irgendwo einen Standort enthüllt, da vorne. Okay, da kriegen alle dann nochmal wieder Bonus drauf. Da werden die jetzt auch hinfliegen. Das ist Helios 5. Und den anderen muss ich jetzt wieder hier irgendwo finden. Das ist Helios 6. Okay, da haben wir noch einen Stufenaufstieg. Der hat 55. Ja, ich wollte da auch überlegen, ob ich was anderes mache, als nur die, verschwinden können wir auch mal noch. Als nur die Sniper-Kombination. Da muss ich noch mal schauen. Virusschaden pro Kugel, das ist ja auch an sich nicht verkehrt, aber jetzt mit der Armbrust halt nicht so super prall. Die fliegen jetzt jedenfalls auch darüber. Jo. Vielleicht, dass wir die Forschung sogar höher setzen. Mal gucken, ob das irgendwas freischaltet. Dann kriegen wir das jetzt auch direkt noch. Okay, Zeit, einen Speicherstand zu machen. In 100. Ja, 100 Folgen haben wir jetzt. Ich schätze mal, dass da aber noch so 30 bis 50 sicherlich noch Folgen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch eine Menge zu tun ist. Ja, gehen wir mal weiter hier. Moment. Ist hier Handel möglich? Ja. Dann fliege ich mit dem einen darüber. Forschung ist gleich durch mit dem Schleim. Okay, wunderbar. Handeln. Ja, davon haben wir mittlerweile 5000. Die werde ich auch nie wieder los. Und das ist der bessere Deal hier. Also machen wir das. Aber wir sind halt hier jetzt auch auf 400. Was nicht so wahnsinnig super ist. Oh, die haben eine Menge Zeug. Also da müssen wir mit dem hier auch nochmal rüberfliegen. Und als nächstes sind die hier dann am Ziel. Aber erstmal kriegen wir unseren Schleim.
Pandoranischer Schleim. Eine Analyse der Substanz, die von unserem Einsatzteam und den Laborwissenschaftlern als Schleim bezeichnet wird, hat ergeben, dass es sich um eine mutierte Form des Colbacter crescentus Bakteriums handelt. Das Bakterium kann an Oberflächen haften und gedeiht in nassen Räumen. Allerdings zeigt es negative Reaktionen auf Sauerstoff. Experimente haben gezeigt, dass die Substanz abstirbt, wenn sie nur kurz der Luft ausgesetzt ist. Aufgrund dessen ist der Schleim relativ harmlos. Ja, ist ja super, aber hat mir jetzt nichts gebracht, das zu erforschen. Ja. Weird. Vielleicht braucht man das als Komponente für was anderes. Ja, uralten Ruinen in 7 Stunden, das ist wohl das hier. Jetzt werden die aber noch da ankommen. Und dann werden wir das auch ausgraben. Was war hier? Da ist nichts mehr. Okay, die könnten jetzt noch hochfliegen, da haben wir auch noch ein Fragezeichen. Naja. Wir könnten da hochfliegen, das auch noch ausgraben und dann eventuell das hier noch machen und dann wieder zum ersten fliegen und die Missionen absolvieren. Also hier war jetzt nichts zu handeln, richtig? Genau. Jo. Der fliegt dahin und der fliegt auch dahin. Und dann sind die am Ziel. Genau. Diese archäologische Stätte könnte zu der antediluvischen Zivilisation gehören. War da nicht sonst immer antediluvianischen oder so? Naja, die Randolph Symes 3 entdeckt hat. Wenn wir sie sichern können, finden wir vielleicht heraus, wohin Symes danach ging. Okay. Ja, das wäre dann unser Ziel fürs nächste Mal. Wir haben mittlerweile auch, ne, wir haben immer noch nur 18, also da fehlt immer noch einiges für die neuen tollen Waffen. Na gut, ja, wir müssten mal gucken, dass wir hier noch mehr irgendwie bekommen. So ein Beutezug wird sicherlich helfen. Die sind natürlich jetzt auch sehr weit weg von zu Hause. Ich hoffe mal, dass hier jetzt nicht irgendwo noch ein Überfall stattfindet. Ja, und wir bräuchten noch einen neuen Trupp, also beziehungsweise ein paar neue Soldaten, dass wir hier die in den Einsatz schicken können. Ja, ich hoffe mal, dass hier das beim Personal nochmal wer aufploppt. Aber dazu brauchen wir halt erstmal müssen wir wahrscheinlich, ja, ich glaube, wir kommen um Mitternacht, also müssen wir da ein bisschen warten. Gut, das soll's für heute gewesen sein. Neue Folgen immer samstags und sonntags. Gerne den Kanal abonnieren und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.